Hallo miteinander, heute mal wieder mit mir am Grill. Heute gibt es unsere 08er Eier von unseren 08er Höfen aus Baden-Württemberg. Ei und Grill, das hört sich ein bisschen abenteuerlich an, ist es auch, aber wir zeigen euch, was man daraus Leckeres zaubern kann. Für unser spezielles Gericht am Grill brauchen wir Hackfleisch vom Weiderind. Das ist uns immer ganz speziell wichtig, dass die Tiere auch an die frische Luft dürfen. Und dann haben wir dazu Pankobrösel, Käse, Essiggurken, Zwiebeln und natürlich brauchen wir Eier von unseren 08er Bauern aus Baden-Württemberg. Nehmen wir unser Hackfleisch, tun das in eine Schüssel, 4 Eier. Ihr seht schon, der Dotter ist sensationell gelb. Das heißt natürlich, dass das erste Güte ist. Ein bisschen Pankobrösel. Ihr könnt es natürlich aber auch Semmelbrösel nehmen, so ist es auch nicht. Dann tun wir ein bisschen Gewürz dazu. Da habe ich jetzt einen Bodensee-Apfel, das schmeckt dann richtig fruchtig noch dazu. Ganz eine kleine Spur Chili und dann kann ich das richtig schön kneten. Das Hackfleisch wurde wunderbar gewolft. Ihr seht, es hat leichte Strukturen noch drin und das macht es nachher richtig bissig. Jetzt lassen wir es einen kurzen Augenblick ziehen, damit das Panko-Mehl oder eure Semmelbrösel sich noch mal ein bisschen entfalten können und noch mal eine richtig schöne Bindung herbekommen. Das hat jetzt ein bisschen nachgezogen, wunderbar. Und daraus formen wir jetzt einigermaßen gleich große Patties. Dann habe ich hier mein Fläschle und nehme es her und drücke mir jetzt hier eine kleine Mulde. Da kommt nachher unser Ei rein. Der Grill ist wieder schön vorgeheizt. Gehe jetzt her und nehme das so und drehe es um und mit der Mulde nach unten. Und ich fange auch wieder außen an am Grill, dann leicht nach innen gehen, wenn wir dementsprechend die Garstufe schon haben. Darauf achten, dass hier geschlossen ist. Und dann lassen wir sie mal so 5 Minuten auf dieser Seite und dann drehen wir es nachher um und lassen es dann auch noch mal 5 Minuten und dann kommt das Ei rein. Jetzt machen wir weiter, jetzt kommen die Eier. Das setzen wir jetzt da oben drauf, decken wir die ganze Gaudi zu und lassen das schön stocken. In der Zwischenzeit haben wir unsere Semmel, dann kommen die auch mit auf den Grill und lassen die hier schön am Rand schön warm werden. Jetzt schauen wir noch mal drunter und sieht schon mal ganz cool aus. Das ziehen wir jetzt einfach ein bisschen auf die Seite. Nehmen wir jetzt schöne Käsescheiben. Da habe ich jetzt so einen Heumilchkäse genommen. Jetzt tun wir hier nochmal die Klosche drauf. Dann haben wir wieder eine Hitze und dann kann das von oben wunderbar der Käse uns zerschmelzen. Sesam, öffne dich. Wunderbar. Ihr seht, der Käse ist schon zerschmolzen. Und jetzt bauen wir mal uns einen Burger zusammen. Was wir bei dem Gericht jetzt machen, wir bauen den Burger von rückwärts auf. Weil das wäre ja ewig schade, wenn wir dann nachher unser Ei einfach zudecken würden mit Käse. Und dann setzen wir einen von unseren Patties da drauf. Salatblättle legen wir an. So ihr Lieben, und hier unser Eggburger. Wunderbar, das Ei ist noch flüssig, schaut's mal. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, das wird uns riesig freuen. Abonniert den Channel und denkt ans Glöckchen auf YouTube. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, euer Ralf.